Hallo Tom. Jörg. Ist ja schon wieder eine Weile her. Ja, 2 Jahre sind es jetzt her. Und ja. Wir sind hier wieder im Studio von Jörg Hüttner, dem Mann in L.A., der den großen Sprung gewagt hat und erfolgreich gelandet ist. Ja. Wir schreiben das Jahr 2015, haben wir kurz vor der NAMM Show. Deswegen bin ich auch in der Gegend und auf jeden Fall wollten wir uns das nicht nehmen lassen. Genau, auf einen kleinen Besuch. Genau. Genau. Das ist doch nett. Ja, erzähl doch mal. Ich meine, 2 Jahre ist jetzt her, dass wir das letzte Mal gesprochen haben. Stimmt. Was ist so für dich passiert? Wie hat sich alles weiterentwickelt? Also dein Studio ist noch dasselbe? Ja, da hat sich nicht wirklich viel getan. Also es ist hinter den Kulissen hat sich einiges geändert. Auch das Modular ist wieder weiter gewachsen hier. Ich denke, das sieht man ein bisschen im Hintergrund im Video. Und der größte, genau, was zeigen willst. Die größte Änderung, ja, ich meine, hier jetzt ist meine ganze Filtersektion voll. Hier fehlt noch eine Reihe fast vollständig. Die wird jetzt dann demnächst gefüllt. Ich gehe tatsächlich am Montag noch shoppen. Von daher, da kommt jetzt dann hoffentlich endgültig ein Sequencer rein. Und noch ein paar andere Module, die ich mir gerade die Tage angeguckt habe. Eins ist von Make Noise. Das ist ein doppelter Oszillator, der echt noch ein bisschen anders klingt und noch ein paar andere Sachen. Aber wie gesagt, vorrangig gucke ich mal jetzt demnächst mal Sequencer an, weil da fehlt einfach noch einiges. Und ja, wie gesagt, deswegen, da ist noch eine ganze Reihe leer. Aber das ist auch ein extrem teures Hobby. Ich glaube, das habe ich auch schon beim letzten Mal angesprochen. Also wer sich das antun sollte, soll sich echt auch bewusst sein, dass wenn man einmal anfängt, ist kein Loskommen mehr. Das ist halt wie eine Heroinsucht, so nach dem Motto. Und dann, das wird man auf dem Video nicht sehen, habe ich jetzt gerade den Modulus 002 da. Modulus. Das ist dieser britische Analog-Synthesizer, 12-stimmig. Den habe ich gerade zum Test, würde ich jetzt nicht gerade sagen. Ich mache für den demnächst einige Sounds. Warte gerade noch auf ein paar kleine Feature-Änderungen in dem Gerät, bevor ich endgültig loslege. Aber das Ding klingt für seine Preisklasse echt ziemlich ordentlich, hat aber eine sehr einfache Ausführung. Also es sind nur 2 Oszillatoren, aber sehr, sehr gut klingend. Das sind digitale Oszillatoren und ab den Oszillatoren ist der ganze Signalfluss dann analog. Aber das ist eine sehr coole Kiste, die sich eben auf einen ganz speziellen Klang eben spezialisiert. Das Ding klingt sehr PPG-like, das ist zumindest meine persönliche Meinung. Und der Filter klingt echt hervorragend. Aber wie gesagt, die sind noch ein paar Sachen am Ausbauen, also von ihrer Software und von ihren Features. Und von daher, ich hoffe, dass wir danach dann am loslegen können. Also ich treffe die Jungs jetzt dann auch demnächst, die werden die Kiste auch auf die NAMM mitnehmen. Also die kommen am Montag vorbei. Und ansonsten, ja, hinter der Haube hat sich einiges geändert. Das sieht man jetzt natürlich hier nicht. Hier auf der Seite steht noch mein alter Mac Pro. Der ist mittlerweile zu meinem Vienna Ensemble Pro Sampler irgendwie umgerüstet worden. Und hier hinter meinem 30 Zoll, das sieht man leider gar nicht, da steht mittlerweile so ein kleiner schwarzer Mülleimer. Weiß ich, ob du den auf Video drauf kriegst. Genau, da ist ein neuer Mac Pro. Das ist ein neuer 8-Core mit 48 GB RAM und 512 GB Flash-Speicher und das Teil, also kann schon einiges. Also das ist, ich habe noch nicht so viel unter Volllast gehabt, aber ich habe den jetzt auch gerade erst kurz vor Christmas gekriegt und bis du die ganzen Daten überspielt hast, die ganze Software wieder installiert und aktualisiert. Ja. Aber das war alles eigentlich, das war Plug and Play. Ich war ziemlich überrascht. Also das war auch irgendwie, weil mein alter Mac Pro ist halt jetzt doch schon irgendwie über 5 Jahre alt und dann war es auch ein bisschen Zeit. Und ich habe auch noch was für die Steuer gebraucht. Von daher kam das relativ irgendwie zum besten Zeitpunkt jetzt im Dezember, dass ich zugeschlagen habe. Kann zwar sein, dass ein neuer Mac Pro da jederzeit kommt, aber gut, das ist halt so. Ne? Das kannst du nie wirklich ändern. Das sind so die Hauptänderungen. Und dann auf meinem Bedienfeld hier vorne hat sich noch was geändert. Ich habe mir noch so einen MIDI-Controller von FaderMaster gebraucht gekauft, weil ich halt doch ganz gern Fader in der Hand habe. Und ich habe das auch mit iPads mal probiert, aber wenn ich die Haptik nicht habe, muss ich dann auf die Dinger drauf gucken, wenn ich irgendwelche Fader-Bewegungen mache. Und das passt mir persönlich nicht so. Kann ich einfach wirklich nur auf den Bildschirm gucken und selbst mit der Haptik einfach gucken, welchen Fader ich habe und fahre den dann rauf und runter. Das war für mich einfach irgendwie besser. Und ich teste auch noch als weitere Hardware gerade den Studio Electronics, den Boomstar 4075. Das ist einer von diesen monophonen Analog-Synthesizern von Studio Electronics. Das ist die Version mit dem ARP-Filter. Und der klingt auch ziemlich
böse und dreckig. Also den bin ich am Überlegen, ob ich den eventuell behalte. Das weiß ich aber auch noch nicht hundertprozentig. Das ist im Moment ein bisschen eine Preisfrage, weil der das ganze Mac Pro-System mit seinen externen Harddrives und so weiter, der hat natürlich schon echt gewaltige Summen verschlungen. Das war nicht ganz billig. Ja, aber wie rennt denn die Kiste irgendwie? Was denn so dein Fazit? Also mal ganz einfach, mein alter Mac Pro war also wirklich irgendwie echt eine wahnsinnig zuverlässige Kiste. Und ich habe ein paar relativ CPU-intensive Projekte auf dem neuen Mac Pro schon mal aufgemacht und der läuft aktuell auf halber Latenz. Das ist ja schon mal irgendwie, was CPU-Leistung angeht, einiges an Unterschied. Und da haben selbst also wirklich die intensiven Projekte, haben den also noch nicht wirklich irgendwie, da hat der noch ziemlich gegähnt. Das war für den noch relativ langweilig. Das fand ich schon. Genaue Tests wirklich mit technischen Aussagen, wie viel schneller, kann ich aktuell nicht sagen. Also jetzt mal rein über den Daumen würde ich mal fast sagen, locker mal 3-4 Mal schneller. Ganz einfach. Aber also wie gesagt, ich müsste mal wirklich einen technischen Test machen. Das interessiert mich aber, muss ich ganz ehrlich sagen, so die eigentlichen Daten nicht wirklich. Ich will sehen, wie das Ding performt. Und wie gesagt, so auf die ersten Dinger, die ich mal aufgemacht habe, also könnte das Ding schon echt einiges mehr. Also es ist schon, der flutscht auch generell so bei den ganzen Installationen und Programme öffnen und so weiter und so fort. Merkt so einfach, dass der fliegt. Und auch wie schnell der die ganzen Daten in das Vienna Ensemble reinlädt, was ich selber auf dem Mac Pro laufen habe, abgesehen von Vienna Ensemble, was noch auf dem anderen Mac Pro ist, das flutscht also schon ganz gewaltig. Also das war definitiv gut. Das sind noch 5 Jahre. Das ist in Computertechnik eine halbe Ewigkeit. Ne? Ja, klar. Von daher. Ja, das ist technisch eigentlich so die Hauptänderung in meinem Studio. Ansonsten alles relativ für den Alten, auf die gleichen Speakers. Ja. Was nicht schlecht ist, muss man auch nicht austauschen. Nö, ne? Nö, absolut genau. Nicht. Nö. Ja, und so businessmäßig und so drumherum, das Leben, die Jobs, die Arbeit. Ja, also kann grundsätzlich nicht klagen. 2014 war ein ziemlich gutes Jahr, was so Komposition angeht und Zusammenarbeit mit einigen Leuten. Also wir kommen nachher auch auf ein Projekt zu sprechen, was wir jetzt gerade abgeschlossen haben im November. Das war der Film Dark Hearts. Das war ein neuer Teil von der Haunting Melissa-Serie. Das ist ein Horrorfilm. Und das ist ein App-Movie. Das heißt, das ist ein Film, der gar nicht in die Kinos kommt, sondern den du auf dem Apple App Store runterlädst. Hat aber komplett, die haben mit 75 Mann Filmcrew in Kanada gedreht. Hatten hier eine Office in Santa Monica, beziehungsweise haben hier die Office, wo die ganzen Edits gemacht haben und Sounddesign und so weiter und so fort. Der Hauptunterschied ist schlicht und einfach, du guckst es dann auf deinem iPhone oder iPad an und dadurch, dass es ein Horrorfilm ist, war das von dem Writer so ausgelegt, dass es quasi die Klientel anspricht, die ganz gerne sich in Nacht und in Dunkelheit eben mit einem Horrorbuch, mit der Taschenlampe so nach dem Motto ins Bett irgendwie gesetzt haben. Und du guckst den Film nicht in einem Go an, sondern das sind 25 Chapters. Das sind 25 Abteile. Und was dann auch lustig ist, die tauschen unter Umständen auch mal ein Chapter aus. Wenn du das wieder anguckst, dann ist mal noch was anderes mit drin oder so, was vorher nicht mit drin war. Und so. Ich habe noch nicht das fertige Produkt so oft nochmal neu angeguckt, dass das schon passiert ist, aber die haben das relativ interessant gemacht irgendwie. Das bleibt einfach spannend. Du guckst auch gerne dann wieder mal ein älteres Chapter an und so. Und dann haben die noch ein Diskussionsforum pro Chapter. Das heißt, da gehen dann die Leute, die sich diese App geholt haben, dann auch noch irgendwie untereinander ab. Ey, hast du gesehen? Ich habe hier in dem Screenshot und so weiter. Also ein hochinteressantes Projekt. Das habe ich auch noch nie an sowas gearbeitet. Der Produzent und Regisseur von dem Projekt war dann Neil Edelstein. Der war Produzent bei Mulholland Drive und bei den beiden The Ring, Ring 1 und Ring 2. Daher kannten sich Martin Tillmann, der Composer, und Neil schon. Und die wollten eben zusammen schon längst mal ein Projekt machen und da war eben das erste. Für die erste Version, also für den Haunting Melissa, oder die App Haunting Melissa, haben sie noch keinen Score gehabt, weil sie das noch auf relativ geringem Budget gedreht haben. Das lief aber dann wohl irgendwie so gut, dass sie eben für den zweiten gesagt haben, okay, wir gehen jetzt mal eine Nummer größer und dann auch nochmal deutlich mehr Kohle in wirklich die eigentliche Filmproduktion gesteckt. Sie haben mit Helikoptern Überflüge und so weiter gemacht und wie gesagt echt eine große Kugel gehabt, voll professionell das Ganze und wollten dann eben halt einen Score. Und ich habe mit dem Martin ja auch schon super lang und super viel zusammengearbeitet. Wir haben auch gerade im Sommer noch einen anderen Film gemacht und er hat eben dann gefragt, ob ich mit ihm das Ganze schreiben will. Und er hat also die hauptsächlichen Themen entwickelt und so weiter. Und ich habe dann das Ganze genommen und habe dann die 80 Minuten Score draus gebaut. Das war echt relativ lustig.
Und im Vorfeld von dem Film haben wir einige Aufnahmen gemacht, weil wir spezielle Sounds haben wollten, die eben dem Score ein relativ eigenständiges Leben geben. Spezielle Drones, was du natürlich irgendwie für Geister und sonstiges brauchst. Und dann haben wir auch Steine aufgenommen, perkussiv, und dann auch die gegeneinander gerieben und das dann eben auch zu Drones umgebaut, was natürlich echt sehr, sehr, sehr gespenstisch klingt. Und Percussion Sounds waren dann zum Beispiel Sounds, wo wir auf Martins Elektro- und Akustik-Cello mit kleinen Mallets und sonstigen Sticks und sonst irgendwas rumgeschlagen haben. Da habe ich daraus dann ein schönes Sample-Set gebaut und das waren dann so die Haupt-Percussion-Elemente damit. Das ist ein relativ minimaler Score, aber sehr wirkungsvoll. War echt ein spaßiges Projekt. War eigentlich relativ stressig. Wir hatten das in 4 Wochen gemacht. Und 80 Minuten in 4 Wochen ist schon ganz, ganz ordentlich. Und ja, den haben wir jetzt gerade eben dann fertig gemacht. Und den Film davor im Sommer, das war The Last Nights. Der kommt jetzt erst im April oder Mai raus. Der ist mit Morgan Freeman und Clive Owen. Das ist ein relativ großes Projekt, das ist aber komplett independent produziert. Das ist auch ein japanischer Director, der bisher noch nicht so viel bekannte Sachen gemacht hat, aber ein sehr, sehr cooler Typ. War ursprünglich mal ein Fotograf und ist dann immer mehr in Videos und Filme reingegangen und hat eben jetzt da seinen ersten richtig großen Hollywood-Film gemacht, nachdem er wohl in Japan schon einen Film hatte, der ihm ziemlich Kultstatus bereitet hat, aber den habe ich nicht gesehen. Aber wie gesagt, das war ein sehr cooler Film. Wie gesagt, Clive Owen, Morgan Freeman und die ganze Cast, die haben viel in Prag gedreht. Mhm. Bei Schnee und Nebel und frag nicht, ist ganz lustig. Und das ist quasi Mittelalter, aber es ist nicht geschichtstreu, darum ging es auch gar nicht. Es ist eigentlich ursprünglich, die Story ist eigentlich eine Samurai-Story, die aber der Director eben so umsetzen wollte, dass das zwar eigentlich ein bisschen im Mittelalter spielt, aber wie gesagt, es hat keine Geschichtstreue. Also die haben da zum Beispiel dann auch schon Gläser zum Trinken und sonst irgendwas. Die laufen jetzt zwar nicht mit Mobiltelefon rum, aber du siehst auch von der Kleidung und so weiter und so fort, dass es so asiatische Einflüsse hat. Die haben auch einige Schauspieler eben aus dem asiatischen Bereich mit reingenommen. Also es ist ein ziemlicher Kultur-Mischmasch sozusagen. Ja, das irgendwie. Ja spannend, und das klingt relativ, der Film ist auch echt relativ interessant. Also der ist echt cool. Das ist ja quasi ja so ein Fantasy-Setting. Ne? Das ist ein Fantasy-Setting, das Mittelalter inspiriert ist, sage ich jetzt mal. Ah, okay. Aber wie gesagt, auch von den Kleidern nicht unbedingt mittelalterlich europäisch ist, sondern wahnsinnig asiatische Einschläge, also so Samurai-mäßig eben hat. Also zum Beispiel Morgan Freeman spielt einer der englischen Ehrenleute. Und schwarze Ehrenleute hat es damals nicht wirklich irgendwie so gegeben. Irgendwie. So halt, daran merkst du schon so. Also es ist ein ziemlicher kultureller Mischmasch, aber es ist wahnsinnig interessant. Also ein cooler Film, auch coole Story. Ich habe das Endprodukt noch nicht gesehen, ich kann es auch definitiv nicht zeigen, weil der Film ist noch nicht draußen. Der kommt aber wie gesagt im April, Mai. Die bringen den relativ spät raus. Und ansonsten, wenn wir uns in 2013 zuletzt getroffen haben, ja, dann war das noch, bevor wir White House Down gemacht haben. Das war der letzte Roland Emmerich. Nee, von White House Down hattest du erzählt. Dann waren, hatten wir dann schon eins. Dann hatten wir noch ein Interview irgendwie danach. Weil das war Anfang 2013. Du hattest davon erzählt, dass du der war noch nicht raus, aber du hattest davon erzählt. Okay. Ja, da war nämlich die Produktion am Laufen und The Mortal Instruments. Das war ein Film mit der Lily Collins als Hauptschauspielerin. Das ist die Tochter von Phil Collins. Das ist Fantasy-Vampir-Verfilmung, ähnlich wie diese, wie heißt denn diese andere Serie mit der Stewart. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, ich bin nicht so eine Jugendvampir-Film-Geschichte gewesen. Bis ins Abendbrot? Gute Frage. Anyway, also wie gesagt, Mortal Instruments ist auch ein ziemlich erfolgreiches Buch gewesen, was die verfilmt haben. Produktionsfirma war Konstantin Film. Composer war Atli Irvason. Und für den Film habe ich komplett die ganzen Synth-Programmings gemacht. Das heißt, ich habe vom Atli dann die Rohversion der Orchestersachen gekriegt irgendwie und dann damit besprochen, was er haben will. Und dann habe ich ihm komplett Electronics drunter gemacht. Also das war sehr spaßig. Da war wahnsinnig viel Modularsystem mit drin. Weil das musste ziemlich knallen und gegen die Orchester ankämpfen. Und der wollte auch wirklich ein bisschen harte Sounds oder richtig Industrial und so weiter. Das war eine sehr coole Geschichte. Film lief nicht so gut. Film war aber auch irgendwie an sich relativ gut. Und ansonsten ein anderes Projekt, was jetzt noch rauskommt, ist ein Danny Elfman Film.
Ja, und vor allem ein Film, wo die ganzen Frauen so begeistert drüber sein werden. Das ist 50 Shades of Grey. Aha. Mhm. Was machst du da? Was hast du von Danny ausschließlich Sounds gebaut. Mhm. Danny wollte spezielle Sounds haben, zum Teil Kontakt, aber hauptsächlich Alchemy. Camel Audio Alchemy. Mhm. Da habe ich ja gerade jetzt irgendwie aussteigen. Man weiß ja nichts Genaues. Man weiß nichts Genaues. Ich will da auch nichts Großartiges drüber spekulieren. Man weiß es nicht wirklich, weil ich habe gerade eben auch jetzt noch im Dezember von denen meine letzten Sachen runtergeladen und die haben da einen ganz neuen Installer und alles gehabt für Yosemite und das lief alles super und sah relativ modern aus, aber sie haben halt auch schon seit ewigen Zeiten nichts mehr Neues rausgebracht. Und ganz so stark wie Spectrasonics waren sie ja dann auch nicht wirklich. Wie auch immer, Danny wollte eben spezielle Instrumente haben, die wir auf zum Teil Samples basiert, das war alles Sample basiert in Alchemy zum Großteil und zwar zum Teil auf Samples, die wir schon für ein anderes Projekt vorher mal gemacht hatten. Und zwar waren das Piano Harmonics, wo wir damals die Deckel von seinen großen Grand Pianos runtergenommen haben, seine Assistant und ich, und hat er dann mit Mallets und so Harmonics auf den Piano-Seiten gespielt, was natürlich hochinteressant war. Und er wollte da auf diese Samples zum Teil nochmal zurückgehen und dann auf neue eigene Sachen. Er wollte zum Teil auch Pianos haben, die eben nicht so wirklich nach Piano klingen, dann leichten Elektrik-Piano-Einschlag noch haben und so. Und dann habe ich da ein paar Sounds gebaut und das ja eben auch in Custom Alchemy Samplesets umgewandelt. Und eben hier die Sounds geliefert. Was er eben an Alchemy gemocht hatte, war, du hast diese XY-Controller eben, wo der halt die Samples und so weiter ansteuern kann. Wir konnten dann da das so umbauen, dass er dann von verschiedenen Harmonics hin und her fahren konnte und so. Also schon echt ziemlich cool. Und da ich mit ihm ein paar Mal dann auch hin und her telefoniert, also noch kleine Änderungen haben wollte. Die letzten Änderungen kamen leider, als ich bin original auf dem Flughafen gestanden. Irgendwie, wir waren gerade am Boarden, als der Anruf kam. So, ich brauche nochmal. Ich bin 10 Tage in Deutschland, das war im September. Das war gerade kurz nach The Last Nights, glaube ich. Und ja, dann kam eben dieser Dark Hearts oder Hunting Melissa 2. Und danach war eigentlich jetzt erstmal relativ Ruhe in Bezug auf, ich habe mich hauptsächlich mal auf die Umstellung von meinem System konzentriert und Dezember wird es eh meistens ein bisschen ruhiger in dem Business. Und jetzt dieses Jahr wird es relativ interessant werden. Ich kann noch nicht hundertprozentig sagen, was kommt, aber ich habe ja auch eben mit White House Down war ja ein Roland Emmerich Film, dann hat der Harald Klose wieder komponiert, der ja die Filme auch mittlerweile vom Roland Emmerich mitproduziert und zwar seiner der Hauptproduzenten. Ich habe Harald jetzt auch ein paar Mal getroffen, jetzt zuletzt, der ist gerade frisch nochmal Vater geworden. Ja, deswegen war dann auch Funkstille. die haben kurz vor Weihnachten die Freigabe endlich gekriegt für den neuen Independence Day. Das war ja schon so gerüchtemäßig im Laufen. Und jetzt kam die Aussage eben von Sony, ja, das ist jetzt finanziert. Oder Fox, eins von beiden großen Studios, hat das jetzt angenommen. Und Release-Termin steht schon. das wird zum 4. Juli 2016 der Fall sein. Mhm. Wahrscheinlich kurz davor, 30. Juni, aber halt um das Independence Day Wochenende. Und ich gehe sehr, sehr schwer davon aus, dass ich da wieder mit dabei bin. Und ich denke, das wird da Thomas Wanka und der Harald wieder zusammen machen. Und ich denke, dass ich da wieder einiges so an Synth Programming, Percussion Programming oder zum Adventure auch Additional Writing eben beisteuern kann. Weil ich mache für die Jungs ja schon einiges mittlerweile. Und Harald arbeitet aber gleichzeitig noch an 3 anderen Projekten, die er als Produzent am Ausbauen ist. 2 davon sind auch mit Roland. Weiß ich aber noch nichts näher drüber. Keine Ahnung, ob die rauskommen, ob die da schon am Basteln sind und so weiter. Ich habe auf Haralds System, als wir uns zuletzt getroffen haben, habe ich ein paar Zeichnungen gesehen, von was sie eben in Independence Day einbauen wollen. Ich glaube, das wird natürlich wieder das absolute Schlachtfest irgendwie. Ich glaube, hochinteressant. Um was es genau geht, weiß ich noch nicht. Also wie die Story genau abläuft, das wird auch so schnell wahrscheinlich keiner erfahren. Aber ich denke, wir würden auch vor Ende 2015 nicht mit der Produktion anfangen. Und dann der Neil Edelstein, der Haunting Melissa 2, geschweige denn Dark Hearts, mit uns gemacht hat, der will einen echten Spielfilm noch machen. Das ist auch für Ende des Jahres geplant, da weiß ich aber jetzt auch nicht, wie Stand der Dinge ist. Und der war ziemlich begeistert mit der Musik, die von Martin und mir kam. Und
Ich hoffe natürlich, toi, 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 dass da das Ganze auch noch dann wieder auf unserer Seite läuft. Das wäre natürlich ganz schick. Das soll eher ein Thriller werden. Nee, das weiß ich, wie gesagt, gar nicht. Das Einzige, was er wusste, er wollte die Naomi Watts an Bord holen. Das ist die Schauspielerin von Mulholland Drive und den Leuten der Rings. Und das wäre natürlich schon ziemlich cool. Die ist ziemlich gut. Ich habe gestern abends mit meiner Freundin zusammen Birdman angeguckt. Den Film, für den Michael Keaton gerade ganz frisch den Golden Globe gewonnen hat. Und da war sie auch drin. Das ist schon echt eine extrem gute Schauspielerin. Das wäre natürlich echt lustig. Und sonst, ich glaube, langweilig wird es mir eigentlich grundsätzlich nicht. Ich mache auch hier und da wieder mal noch normale Musikproduktion. Das ist jetzt die letzten Monate ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil da hauptsächlich Film vorhanden waren. Bin auch wirklich nicht zu meinen eigenen Sachen wirklich so gekommen, wie ich das erhofft habe, aber so ist es halt. Du musst natürlich auch deine Rechnungen bezahlen, also haben die Sachen auch Vorrang. Ne? Ist manchmal ein bisschen schade, aber so ist es. Ja, aber ist ja auch Bombe, wenn es so läuft. Irgendwie. Das klingt ja eigentlich ziemlich gut. Es ist schon, ist also im Vergleich zu den Jahren vorher nochmal mehr, irgendwie anders, qualitativ, bisschen tiefer sind die Dinge, die du jetzt dann tust und beiträgst. Ist das es geht ja, mehr, es geht das, mehr und mehr. Ist das mehr Senior-mäßig? Oder nein. Nee, würde ich eigentlich nicht. Also ich habe eigentlich irgendwie vorher sogar an fast größeren Filmen gearbeitet, aber meine Arbeit geht jetzt auch mehr und mehr eben immer mehr in die Kompositionsrichtung rein. Und weil das war auch der Sinn der Sache, warum ich hier rüberkommen wollte, über kurz oder lang. Ich meine, mir macht es auch wahnsinnig Spaß, rein die Electronics für einen Film oder sowas oder für eine Musikproduktion beizusteuern. Aber ich habe jetzt auch, lustigerweise, fällt mir gerade ein, gerade, ja. War stopp irgendwie, so für die Leute zum Verständnis. Das wäre es vielleicht bald irgendwie. Wie sieht das so praktisch aus, wenn es so heißt, irgendwie, du hast die Electronics beigesteuert? Mhm. Ne? Das hat sie vorhin erzählt. Also, da hast du was gekriegt, das war schon auskomponiert. Dann hast du die Rohorchester-Sachen gekriegt. Und so rein praktisch, was hast du dann gemacht? Zum ersten Mal mit dem Composer besprochen, was er haben wollte. Also zum Beispiel, was für bestimmte Sounds, in welche Richtung, sind es eher mehr rhythmische Sachen, sollen es eher Flächen sein, verzerrt, nicht verzerrt, düster, wie auch immer. Also so ein bisschen, das bespricht man dann so ein bisschen im Fachjargon, würde ich mal fast sagen. Und dann gehst du schlicht und einfach her. Du hast natürlich dadurch, dass die Komposition vorhanden ist, weißt du natürlich schon, in welchen Tonarten da arbeitest und dann programmiere ich halt hier Sequenzen irgendwie in meinem Cubase 8 zusammen, oder 7 war es damals, und starte das dann entsprechend mit Custom Design Sounds aus. Also das ist nichts, was ich irgendwelche Presets aufrufe, sondern das sind wirklich Sachen, die ich dann zum Teil in so einem Modular zusammenbastel, entweder Bässe oder irgendwelche Sequenzen, die im Hintergrund rumfliegen, oder es sind dann Flächen oder wie auch immer. Oder hier und da ist es natürlich auch mal ein Software-Synthesizer wie Zebra 2 oder Diva oder jetzt ganz neu Bazille, was gemacht hat. Das ist ja auch echt ein geiles Ding. Und oder ich baue mir dann zum Beispiel auch Sample-Sounds zusammen, wenn ich irgendwie einen bestimmten Sound gemacht habe und den speziell mit Plugins nachbearbeite, oder granular, frag nicht. Dann kann es sein, dass ich das eben zum Teil dann eben entsprechend exportiere und daraus mir dann Sample-Sets baue, weil ich zum Teil auch Custom Contact-Scripting mache. Das heißt, ich habe dann für den Danny oder für den Adley zum Teil Kontakt-Sounds gebaut, die schlicht und einfach auf deren Bedürfnisse ausgestattet waren. Das heißt, die konnten mir dann sagen, okay, ich brauche Controller Nummer 11, 20, 21, 22 und belegt mit folgenden Funktionen. Ne? 11 ist ein Expression, klar. 20 will ich meinen Filter haben, 21 meine Resonanz, 22 frag nicht, und dann kriegen die das so eingerichtet, wie die das haben wollen. Aber basierend dann halt auf Sounds, die ich denen gebaut habe, wo ich denen halt dann Sachen dann vorspiele und sage, hey, wir könnten das und das machen und so. Und was die Synth-Programming-Sache angeht, da wurden dann schlicht und einfach die Sachen, die ich dann programmiert habe, zu einer bestimmten Komposition exportiert als Audio-Files, eben mit Timecodes etc. Und dann wird das zurück eben an den Composer geschickt und der Adli hat das dann zum Teil nur noch in der Mix-Session mit seinem Recording-Engineer, der den Score gemischt hat, dann eingebaut. Und das war's dann. Das sind dann quasi elektronische Backing-Tracks zu einem Orchester. Genau. Also auch tonal, also nicht nur. Nein. Das sind sicherlich, kommt sicherlich auch mal vor. Klar. Zum Beispiel bei White House Down waren uns vorrangig Percussion Programs. Das waren die Sachen, die hauptsächlich Thomas und Harald von mir gebraucht haben. Und die wollten vorab auch ein paar Sample Sounds speziell zusammen gebastelt haben.
Und da waren es auch viele dann so Effekt-Sounds, Reverse-Sachen zu einem bestimmten Punkt hin, dass sie halt in Time liegen und so weiter und so fort. Bei White House Down war es wirklich querbeet, hauptsächlich Synthesizer, tonale Sachen vorrangig. Natürlich immer wieder auch mal geht es dann so extrem, dass es auch mal fast achttonal wird. Für Danny Elfman war es dann wiederum eine Sache, wo ich ihm schlicht dann einfach nur die Sounds geliefert habe. Das heißt, da war dann nichts von mir tonal programmiert oder so, sondern schlicht dann einfach, kriegt dann einfach Sounds, wo er dann die in Alchemy oder Kontakt oder so laden kann und kann sie dann selber spielen, weil er das alles immer selber machen will. Das ist, der ist dann nicht so ein Fan davon, dass er da Hilfe beim Synth-Programming dann in dem Sinn bekommt. Mhm. Zumindest von meiner Seite aus. Und bei diesem Haunting Melissa, beziehungsweise diesem... Der heißt ja anders, Black... Dark Heart. Ja. Dark Heart. Da sagtest du, da hat der Tillmann im Prinzip die Themen gehabt und du hast das dann quasi orchestriert, in Anführungsstrichen, beziehungsweise ausgeführt, oder wie kann man sich das dann so packen? Genau, das ist der Martin hatte mit dem Neil eben, also der Neil hat die Sachen quasi nur dann abgesegnet und hat seinen Input gegeben, aber der Martin hatte schon Themen komponiert. Während ich die Sample-Sounds auch zusammengebaut habe, die wir irgendwie für den Film mit allen möglichen Aufnahmen eben gemacht haben. Und als die Themen dann quasi da waren... In welcher Form waren die da? Schlicht und einfach wirklich Cubase-Sessions. Also wirklich mit der Komposition, MIDI, alles. Ja, aber wie aufwendig schon irgendwie... War es nur eine Gesangslinie? Nein, das war schon also eigentlich wirklich... du kannst in heutiger Zeit eigentlich fast nichts mehr abliefern, wo du nur noch irgendwie ganz einfach auf dem Piano jetzt eine Melodie vorspielst. Ja, und das wird dann fertig ausgehört. Die Leute wollen hören, wie das ungefähr klingt. Mhm. Mit Orchester und keine Ahnung. Martin hat natürlich viel mit seinem Cello gespielt und so weiter und so fort. Sowohl elektrisch Cello wie akustisch. Und das ist natürlich dann schon geil, wenn du so einen Performer hast, der da echt geile Sachen hinlegen kann. Weil das sind einfach Sachen, die kannst du so mit Orchester-Sounds nicht programmieren, es geht nicht. Und er hatte dann Themen wirklich ausgearbeitet, also wirklich mit Melodielinien, irgendwie dann schon Percussions, eben mit Percussions, die man halt dann vorher selber zusammen aufgenommen hatten irgendwie. Also wie gesagt, wir haben dann mit Hämmern und allem möglichen auf seinem Cello rumgehauen und ich habe dann ein Samplesatz draus gebaut und daraus hat er dann irgendwie Percussionlinien gemacht oder ich habe Percussionlinien darauf gespielt. Und nee, das war aber wirklich quasi wie ein Cue vom Prinzip her fertig geschrieben. Und das dann eben Neil geschickt, damit Neil eine Idee gekriegt hat, in welche Richtung der Score geht. Und das kam dann unter Umständen mit einem Comment zurück oder nicht. In dem Fall hat man wirklich irgendwie das Glück, der Neil hat das eigentlich fast nahezu alles so, wie es war, komplett abgesegnet. Und dann habe ich irgendwie die kompletten Suites, die ich quasi von Martin hatte, bei mir in Cubase, eben nachgebaut, weil wir verschiedene Templates hatten. Habe dann die gleichen Sounds, die ich ja eh schon hier hatte, irgendwie mit dem Custom Content Scripting eingeladen. Und dann halt meine ganzen Orchester-Sounds und so weiter. Und dann habe ich dann den Score quasi irgendwie über den Film drüber gebaut. Das heißt, komplett neu arrangiert, je nachdem, wie halt lang eine Szene war und so weiter und so fort. Und vorher hatten wir dann quasi besprochen, welche Themen könnten wo und wie hinpassen und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben mit dem Neil zusammen dann eine sogenannte Spotting-Session gemacht, wo du genau sagst, okay, Timecode X bis Timecode Y brauchen wir was in der und der Gefühlsform oder wie auch immer. Hier brauche ich was wirklich scary oder wie auch immer. Und dadurch, dass es halt auch sehr viel Sounddesign beinhaltet hat, habe ich da halt dann auch viel von meinen eigenen Sounds noch mit reingebaut. Aber alles halt in der Richtung, wie wir das schon soundtechnisch hatten. Und wenn wir melodiöse Sachen da hatten, habe ich entweder Sachen von Martin genommen und die zum Teil umgeschrieben. Das heißt, zum Teil Kompositionen gehabt, die auf seinen Sachen basiert hatten. Also es ist halt quasi eine rote Linie quasi durch die Komposition durchkriegst. Oder es war dann wirklich mal so ein Stück komplett nur zu einem Picture neu arrangiert, entweder in einem Tempo oder halt zu einem bestimmten Cut dann weg oder wie auch immer. Dann quasi das nennt sich quasi, auf IMDb ist der Credit as Additional Music gelistet. Ja, weil der Martin als Composer für den Film engagiert wurde, aber er hat mich halt gefragt, ob ich da Bock habe mitzumachen. Und ja, so lief das quasi vom Ablauf her ab. Das war aber echt eine ziemlich coole Geschichte. Du hast ja gesagt, man kann da irgendwie... Die Dark Hearts App ist schon draußen, also zumindest auch in Amerika. Das heißt, das kann ich zeigen. Das ist jetzt hier die Cubase Session. Ich weiß nicht, das ist vielleicht ein bisschen weit weg, aber hier auf der rechten Seite sieht man diese Sample-Instrumente, die ich eben dann gebaut habe. Die haben
relativ einfache Oberfläche, aber ich habe halt da zum Teil Skripte eingebaut, wo du mit Key-Kommando zum Beispiel Sounds Reverse umschalten kannst. Oder halt dann, wie gesagt, mal kurz einen Filter einstellen, ohne dass der jetzt großartig in das Kontaktinstrument rein muss. Und habe dann auch ein bisschen die Grafik von dem Film mit eingebaut. Und ja, das ist dann eigentlich hier. Mal gucken, wie laut wir hier sind. You play my dad, Willis. Yes, you do. Love you, Willis. Basierte Geschichte gewesen. Und das schaut dann auf deinen iOS-Devices so aus. Also wenn es jetzt zum Beispiel, wenn man hier drauf schaut, weiß nicht, wer du das siehst, das ist hier die Dark Art, Dark Arts App. Wenn ich die jetzt starte, das ist quasi genau diese Szene hier. Ja, man sieht's gut. Da zum Beispiel jetzt rausgehe. Ja, ups. Dann ist, hier sieht man dann diese einzelnen Kapitel. Und die werden, das Lustige ist, wenn du die App zuerst mal runterlädst, kriegst du nicht automatisch alle Kapitel. Die werden dann so nach und nach, werden die dann die angezeigt. Dann kriegst du eine neue Notification, ein neues Kapitel und so. Das ist alles ziemlich abgefahren gemacht und mit einem Diskussionsforum. Das ist schon echt eine coole Geschichte. War das erste Mal, dass ich einen Film in der Richtung irgendwie gesehen habe. Das ist also echt ein relativ neues Modell. Aber die sind wohl echt ziemlich erfolgreich damit. Die haben auch keinerlei Marketing außerhalb von, ich sag jetzt mal, Billboards oder so, siehst du davon gar nichts. Das ist alles rein Social Media. Die haben auch wirklich eine Person, die macht nichts anderes als Social Media Management. Dort Facebook, die sind wahnsinnig aktiv auf Facebook, natürlich Twitter. Und wie gesagt, das war wohl ziemlich erfolgreich, weil das ist, wie gesagt, die zweite App oder der zweite Film eben. Und wie gesagt, man sieht es, also das ist von der Filmqualität und allem, das ist top-notch. Ja. Also das war jetzt sicherlich kein 100-Millionen-Dollar-Projekt auf jeden Fall, aber 75 Leute in Kanada mit einem Hubschrauber überfliegen und so, das war sicherlich nicht bloß 100.000 Dollar. Also ich weiß das Budget ehrlich gesagt nicht. Ja, aber das klingt ja schon mal richtig amtlich. Ne? Ja, das war auch die muss man auch erstmal unterbringen und verköstigen. Allein das ist ja schon... Ja, klar. Und was natürlich auch cool ist, das sind natürlich jetzt alles relativ, würde man sagen, Nachwuchsschauspieler, aber das ist im Großen und Ganzen echt eine ganz coole Geschichte gewesen. Also es ist nicht, wo man sich jetzt verstecken muss bei dem Film. Der ist echt, echt cool. Er kommt nicht ganz an The Ring ran, aber das ist auch eine etwas andere Klasse noch. Also, aber den finde ich ja schon mit einem der geilsten Horrorfilme überhaupt. Aber na gut, das ist aber wie gesagt, ich finde das wahnsinnig interessant, weil das ein komplett neues Medium ist. Und weil, also zum Beispiel letztes Jahr zum Thema Business sind die Verkäufe von Movie-Tickets angeblich wieder gesunken um 8-10% oder so, zumindest hier in den Vereinigten Staaten. Auf der anderen Seite seien wohl aber auch einige Movies, die noch eigentlich vor Ende des Jahres hätten ursprünglich rauskommen sollen, wohl auf 2015 verschoben worden. Deswegen ist jetzt hier nicht so das große Geheule angesagt, aber im Großen und Ganzen hörst du schon immer wieder auch einige Leute, die sagen, ja, die Budgets werden immer geringer und so weiter und so fort. Was aber ganz groß im Kommen ist, oder was heißt ganz groß im Kommen, das ist falsch eigentlich gesagt, was immer mehr angesagt ist, sind TV-Serien. Und aber nicht nur auf dem typischen alten Medium TV. Ich meine, das ist jetzt hier eine ganz neue Geschichte, was ich so auch noch nie irgendwie gehabt habe mit dem Film, aber Netflix, Amazon, das heißt, ich habe selber zum Beispiel bei mir zu Hause keinen Kabelanschluss mehr. Ich gucke kein Fernsehen. Ich auch nicht. Ist für mich irgendwie
unnötig. Schon lange nicht. Ich gucke Nachrichten oder lese Nachrichten viel online, sowohl in Deutschland wie auch hier. Also ich bin beidseitig auf beiden Kontinenten, so nach dem Motto, noch informiert. Aber TV-Serien gucke ich entweder auf Netflix oder meine Freundin hat noch Kabel, da gucken wir mal noch was an. Aber selbst die Sendungen, die wir da angucken, habe ich zum Teil auf iTunes gekauft, weil ich die bei mir angucken wollte und keine Werbungunterbrechung haben wollte. Und so, das zahle ich auch gern, das ist mir die Kohle echt wert. Mhm. Und da scheint irgendwie eine andere Balance da zu sein, wie wenn du das von Musik hörst, dann mit Spotify und so weiter und so fort. Das ist schon echt interessant. Ja, ja. Wobei, ich weiß jetzt nicht, wie da so die Deals sind irgendwie. Das Ding bei Spotify ist ja irgendwie bei diesem ganzen Gesinge und Geschimpfe und so, wie böse das alles ist. Das liegt ja nicht daran, was Spotify ausschüttet oder nicht, sondern irgendwie wie die Deals der Künstler mit den Labels sind. Das Weil, stimmt. Die Kohle bleibt dann nämlich meistens da hängen. Und bei den ganzen Filmleuten läuft das natürlich total anders. Ich habe das jetzt mal so ein bisschen mitgekriegt, weil ich was drüber gelesen habe, wie womit Netflix zum Beispiel jetzt zu kämpfen hat. Die sind ja letztes Jahr in Deutschland auch gestartet, was ich mir dann auch gleich freudig zugelegt habe. Und das ist auch schon echt ziemlich cool, vor allen Dingen, wie die das hinkriegen, auch mit geringer Bandbreite dieses Monsterbild zu liefern. Ich glaube, die cashen relativ lange vor. Da muss man am Anfang ein bisschen Geduld haben oder so. Mache ich zum Beispiel auch grundsätzlich. Also auch iTunes. Und der Hammer ist, dass das, ich jetzt hier bin und mit dem Complimentary Hotel Wi-Fi, was ja meistens auch ziemlich langsam ist, ich irgendwie meine Netflix-Serien hier weitergucken kann. Und irgendwie die nur gesagt haben, oh, you're traveling und so. Und dann habe ich einmal auf OK geklickt und ich kann mit meinem Account von Deutschland mein deutsches Zeug halt weiter hier auch gucken. Und irgendwie finde ich das schon ziemlich abgefahren. Und man kann irgendwie einfach die Sprache umstellen, dass man halt auch alles im Original sehen kann. Mhm. Schon gut. Aber die haben halt Schwierigkeiten, weil teilweise von ihren Produktionen, das ist jetzt bei House of Cards so, die neue Staffel kommt ja, glaube ich, jetzt Mitte, Ende Februar raus. Ah, da bin ich echt schon gespannt. Die wird aber auf Netflix in Deutschland nicht zu sehen sein, weil die nämlich schon an Sky und an was weiß ich wen verbimmelt war, die halt dann erstmal exklusiv zeigen können. Mhm. Da muss man ein bisschen Geduld haben oder sich was einfallen lassen. Ich finde es nur relativ interessant, so diese Entwicklung. Ja, und der Hammer ist, die suchen jetzt mittlerweile auch schon aktiv in Deutschland, versuchen die eine Infrastruktur aufzubauen oder irgendwie was abzugreifen, aber ich glaube, aufbauen ist richtiger. Autoren und Produzenten und so, um halt auch local Content für Netflix zu machen und dass solche Betriebe da halt wirklich auch eigenes Zeug und auch wirklich echt extrem hochwertiges Zeug produzieren. Ja, so. Das ist echt der Hammer. Wie gesagt, House of Cards. House of Cards, als ich das gesehen habe, das war der Knaller, das war Filmqualität, was sie abgeliefert haben. Und dann habe ich jetzt gerade entdeckt, ich war ziemlicher Fan von Das Verbrechen, was im ZDF lief, Sarah Lund, was ein ungewöhnliches Format war, also ein Fall wurde über 10,5 Stunden Folgen behandelt. Und das haben die Amerikaner auch so spannend gefunden, dass sie dann unter dem Titel The Killing die Rechte daran gekauft haben und das in Seattle nochmal neu produziert haben. Und zwar noch düsterer als diese dänische Produktion. Das interessiert, das klingt fast ein bisschen nach Das Boot. Ne? Und TV-Version. Wahnsinn, Wahnsinn, echt. Und da sind dann 4 Staffeln raus geworden, wo die letzte dann schon komplett von Netflix produziert wurde. Das finde ich wirklich ziemlich interessant und da scheint wohl noch einiges zu kommen und ich meine, auch dafür wird dann natürlich wieder Musik gebraucht und so. Die Musik an sich, die reine Musik, also Musik als Medium, als Entertainment-Produkt, ja, da wissen ja wohl alle nicht so richtig, wie da so die Reise hingeht. Das wird noch spannend sein, zu sehen, wie das so weitergeht, aber du hast ja offensichtlich... Naja, gut, nee, ich meine, ich sehe, ja, logisch, Punkt 1 ist zum einen, ich glaube, wenn man wirklich will und die richtige Einstellung im Kopf hat, findet man einen Weg, Geld damit zu verdienen. Dass es in heutiger Zeit nicht einfach ist, ist völlig klar. Also ich habe zum Beispiel auch mit einem
Bekannten jetzt, ein ganz enger Freund von mir, schon vor einiger Zeit angefangen, ein eigenes Musikprojekt zu machen. Wie gesagt, das ist jetzt vor ein paar Monaten ein bisschen auf Eis gelegen. Das ist zwar songbasiert, aber auch wirklich überhaupt nicht in den typisches Raster, dass er jetzt, weißt du, Verse, Chorus oder sonst irgendwas. Wir gehen da zum Teil mehr freier ran in die ganze Geschichte. Und grundsätzliche Vorgabe für das Projekt war, wir machen Musik, die uns erstmal Spaß macht. Alles andere ist völlig außer Rang. Aber mit der Prämisse, dass das ganze Projekt auf jeden Fall so gestaltet wird, dass wir versuchen werden, kommerziell eben was daraus zu machen. Und das Projekt ist eigentlich auch das Einzige, die zweite Vorgabe, die wir uns gemacht haben, wir wollen das Projekt so gestalten, dass es musikalisch so ausfällt, dass es für Film- und TV-Placement verwendet werden kann. Eigentliche Charts oder iTunes oder sonst irgendwas ist zweitrangig. Er hat selber auch einen Verlag, über den wir das dann auch machen wollen. Und es geht hauptsächlich eigentlich darum, dass wir Placements damit irgendwie schaffen wollen. Und die ganze musikalisch wird das wahrscheinlich in eine Richtung gehen, die Downtempo, Mixes, Film Scores, aber mit Vocals, werden wahrscheinlich verschiedene Vocalisten dann dafür hernehmen. Ich hoffe, dass wir im Frühsommer langsam wieder loslegen können. Also ich habe bis dahin noch einiges eben auf der Latte leider. Und dass wir bis Ende 2015 dann was am Start haben. Das ist auch musikalisch was vorgelegt, was nicht unbedingt so zeitmäßig jetzt dann rauskommen muss, weil dann schon wieder das Genre veraltet ist. Und nein, es ist eher so ein bisschen zeitlos. Ich würde mal einer der typischen Bands, die in der Richtung arbeiten, zum Beispiel Massive Attack, stellt das sowas irgendwie vom Prinzip her vor, weil du kannst ja heute eine Massive Attack Scheibe von den 90ern anhören und die klingt immer noch modern. Es ist einfach irgendwie ein sehr, sehr spezieller Musikstil. Und sowas in der Richtung, das ist nicht eine Kopie von Massive Attack, sondern es ist wirklich unser eigenes Ding, aber es geht von der Denke her in eine ähnliche Richtung. Es wird völlig unabhängig sein von wegen Billboard-Charts und wie auch immer. Es wird wahrscheinlich auch eher so ein bisschen das erwachsenere Publikum ansprechen. Aber Prämisse ist eben, grundsätzlich erstmal, es muss uns Spaß machen. Wir würden nur Songs veröffentlichen, wo wir beide sagen, hey, perfekt. Manchmal macht er eine Idee, die nehme ich hier, baue sie komplett um, mach Neues, schicke sie ihm wieder zurück. Das heißt, wir machen so ein bisschen Ping-Pong-mäßig. Oder ich fange eine Idee an, gebe sie ihm. Er ist eher so, er kommt eher eigentlich aus der Rock- und Gitarren-Ecke, während ich ja komplett aus der Synthesizer-Ecke komme. Das heißt, da gibt es natürlich eine schöne Fusion. Weil er komplett andere Schreibideen hat. Wenn er auf einer Gitarre schreibt, der schreibt ganz anders, wie ich hier mit meinen Keyboards quasi. Und ich kann da leider Gottes noch nichts davon vorspielen, weil wir es auch noch nicht irgendwie bereitstellen wollen. Wir haben im Moment nur Instrumentale, wir haben aber schon Schlagzeug aufgenommen, irgendwie mit einem richtig geilen Schlagzeuger. Und ich hoffe, dass wir dann im Sommer jetzt eben rangehen können mit verschiedenen Sängern. Obwohl, also wir wissen es noch nicht, ob männlich oder weiblich, das müssen wir mal gucken, wen wir kriegen. Aber das ist auch zum Beispiel so eine Geschichte, wo ich einfach denke, okay, da wird wahnsinnig viel Zeit reingehen, das ist aber eher so ein Baby von mir. Und das hat erstmal, das wird quasi vom Prinzip her erstmal Geld kosten, auch wenn wir da jetzt nicht wirklich so viel Geld reinschieben wollen. Aber da geht es hauptsächlich mal darum, um die eigentliche künstlerische Verwirklichung. Weil du brauchst es auch ab und an mal. Wenn ich nur irgendwie Auftragssachen mache, dann kann ich mir echt einen Strick kaufen, mich hier ein, weil ich kann es nicht. Ab und an musst du echt so, brauchst ein bisschen so dieses Ventil. Und das wird dann genauso dieses Ventil werden. Aber halt, sobald wirklich ein bezahlter Auftrag entsprechend reinkommt, wird man die Sachen halt erstmal ein bisschen hinten anstellen. Das ist jetzt eben die letzten Monate eben passiert. Grundsätzlich aber finde ich irgendwie, es gibt Mittel und Wege in der Branche, Geld zu verdienen. Du darfst halt auch nicht irgendwie auf einer Stelle stehen bleiben. Und quasi, weißt du, wenn du jetzt irgendwie noch gehst, nein, aber ich will ausschließlich nur meine CDs verkaufen, das funktioniert in heutiger Zeit auch nicht. Also wenn du da hinten dran bist, und ich gehöre da selber nicht zu den Modernsten, ich habe dir das schon in einer E-Mail geschrieben, ich bin jetzt erst dann seit einer Handvoll Wochen endlich auf Twitter. Ich davon echt ewig ferngehalten habe. Ich brauche auch nicht unbedingt jetzt so das als Werbung, aber ich habe jetzt mal einen Twitter-Account angefangen und habe auch einen YouTube-Channel gestartet. Das sind aber auch erst nur zwei kurze Videos, die ich noch mit dem iPhone gemacht habe, irgendwie drauf. Aber ich werde die halt auch so ab und an verwenden und zum Teil neue Demosongs auch da zu präsentieren, weil zum Teil hast du Regisseure, die YouTube durchforsten. Oder Soundcloud. Ein Soundcloud-Account habe ich schon relativ lange auf wegen meiner Webseite. Aber wie gesagt, Twitter und YouTube habe ich lange irgendwie links liegen gelassen. Und da habe ich jetzt auch gedacht, okay, da muss jetzt mal so langsam ein bisschen aktiver werden. Und ich bin da eigentlich quasi ein bisschen sehr spät mit der ganzen Sache. Sag mal, irgendwie, da können wir doch gleich mal einen Deal machen. Also ich
will nämlich, also ich hab ja so einen Blog, irgendwie Skating Dog heißt der. Da kommt eigentlich immer das ganze Zeug drauf, was so von meinen Klienten, ne, Reviews und so weiter drauf kommt und was so an Künstlervideos passiert und so. Und das Ding will ich jetzt so ein bisschen aufbohren, dass halt auch andere Leute, die halt spannendes Zeug haben, da irgendwie vorkommen können und das dann halt auch entsprechend irgendwie weiter verteilt wird, weil ich blasse das halt auch immer an meinen Presseverteiler aus und so. Und das wird auch cool, immer wenn du ein Projekt abgeschlossen hast, wenn du irgendwie mit deiner neuen tollen Kamera vielleicht mal so ganz kurz, hey, hier ist der Jörg und das ist gerade und so und für den Film und da habe ich hier Folgendes gemacht, irgendwie die Kontaktinstrumente, das und das. Wenn, sofern ich das dann schon darf. Ja, das ist sofern du es natürlich, also ne, du kannst es sofort machen, aber veröffentlichen kannst du es dann erst, wenn der Film auch raus ist. Ja, genau. Aber das ist halt auch, auch ein perfektes Timing, dass du dann halt quasi zum Filmrelease sagen kannst, und hier erzählt der Jörg, was er denn und wie er es denn da gemacht hat. Ja. Und das kann, was gut ist, das machst du auf deinem YouTube-Kanal. Nur ich kann das dann nehmen und noch so ein bisschen redaktionell einbetten. Und das wäre ganz cool, glaube ich, auch für die Leute, um also jemandem so ein bisschen über die Schulter zu gucken. Ja. Und du kommst da natürlich auch vor. Also das fände ich eigentlich eine ganz coole Idee. Wenn, ja, das können wir auf jeden Fall gerne machen. Also auch zu dem ganzen Thema nochmal, zum Thema auch Social Media eben, was eben mittlerweile auch echt wichtig ist, um auch nochmal zurückzukommen. Wie gesagt, dieser Film, da gibt es keine Werbung irgendwo. Das ist alles nur Social Media ausgebaut. Und da geben die aber richtig Gas. Einer der ersten Filme, den ich auf YouTube gemacht habe, war wirklich so mit dem iPhone. Da hatte ich hier noch nicht den Model 2 stehen, sondern den Two Voice Pro von Tom Oberheim. Tom baut ja wieder Synthesizer und seine Sam Modules in seiner Garage hier nördlich, ein bisschen östlich von San Francisco. Und ein Bekannter von mir macht den Vertrieb für ihn, den Verkauf. Und der hat mich dann kontaktiert, hey, Tom hätte ganz gern jemand, der mal irgendwie über den Mini-Sequencer in dem Two Voice Pro schaut. Und dann hatte ich eben jetzt wirklich bis vor ein paar Tagen den Two-Voice-Pro vom Tom Oberheim da und habe mit ihm dann ein bisschen hin und her gemailt und auch telefoniert, hey, und wie schaut's aus und so weiter und so fort. Weil die Maschine gibt's so auf dem Markt wohl noch kaum. Also ich weiß von zwei Klienten, die er wohl irgendwie schon beliefert hat. Einer davon ist Master Fatak und der andere ist Trent Reznor. und ich habe halt von dem Ding eben ein kurzes Video gemacht, um dem Tom auch zu zeigen, was ich eben mit dem Mini-Sequenz angestellt habe, mit dem Filtern. Das war ein relativ einfaches Video, nur eine Minute. Ich habe das halt kurz irgendwie aufgenommen, habe das Rohvideo an den Tom geschickt und habe dann aber da noch eine kleine Version in iMovie dann gemacht, wo halt eine kurze Überschrift reinkommt hier, TVS Pro. Und dann halt am Ende noch einen Link zu meiner Webseite. Und so ging das eigentlich auch dann mit diesem YouTube-Channel aus, weil ich irgendwie ein Medium gesucht habe, wo ich jetzt nicht gerade einen riesen 100 MB-Datei an den Tom schieben muss, sondern einfach dem Tom gesagt habe, hier ist der Link, schau dir das Video an, schau, das habe ich jetzt gerade in meinem Studio gemacht. Und das gleiche habe ich dann auch mit dem Modulus 002 gemacht. Die haben hier ein sogenanntes Animator-Feature, wo du quasi wie eine Art Sequencer die verschiedenen Parameter in dem Gerät in Time zu deiner Clock irgendwie bedienen kannst. Und da habe ich auch ein Video auf meinem YouTube-Channel eben ganz kurz gemacht und auch das den Jungs geschickt. Und hey, hier, das in die Richtung könnte man ein paar Sounds bauen und so. Und in der Richtung werde ich wahrscheinlich auch immer wieder viele hier und da kleine Videos machen und das online stellen. Weniger irgendwie mit Moderation, weil ich bin nicht so der Moderator in dem Sinn. Aber ich habe zum Beispiel auch überlegt, sobald ich jetzt die neuen Module am Montag krieg und die NAM vorbei ist, vorher wird das nicht mehr passieren, nach der NAM, wenn ich dann die Module irgendwie ausprobiere, werde ich dann vielleicht auch da mal irgendwie die Kamera einstellen und mal gucken, hier so, okay, was kommt denn da raus und das vielleicht mal aufzeichnen und ein kleines iMovie-Video dann online stellen. Für sowas finde ich das auch dann ganz interessant, weil du da auch ganz coole Kontakte dann auch so kriegst oder so. Da schreiben dich dann immer wieder Leute an, ey, ist ja cool und überhaupt und so. Finde ich ganz lustig. Also in der Richtung ist auch Social Media wahnsinnig richtig. Ich sehe das weniger als eine Werbeplattform, sondern eher eigentlich so Austausch und Kontaktaufnahme. Ja, klar. Ne? Und bei den meisten meiner Kunden, das kam wirklich über Mund-zu-Mund-Propaganda, so nach dem Motto. Ich habe für eine Person gearbeitet, dann kam eine zweite Person, hey, ich brauche die und die Richtung, hast du denn da jemand? Ja, ruf den Jörg an, das ist super, hier ist deine Telefonnummer. So hat sich mein Kontaktnetzwerk hier in Los Angeles ausgebaut. Das ging auf keine andere Art und Weise. Das ist nicht, weil ich jetzt eine Webseite hatte und alle auf meine Webseite gekommen sind. Das ist irgendwie. Ich habe auch jetzt gerade einen sehr lustigen Kontakt irgendwie gekriegt. Und zwar war ich irgendwie kurz nach Neujahr in San Diego mit meiner Freundin für 2 Tage. Endlich mal. Ich war noch nie in San Diego. Und stiefel dann so am Samstag irgendwie durch San Diego und krieg gerade zu dem Zeitpunkt eine E-Mail von Rodney Jerkins.
sagt der Name wahrscheinlich jetzt weniger wenn du den nachguckst, wird dir sehr schnell klar, wer das ist. Der hat also dem seine Litanei an Songs, die der gemacht hat, ist wirklich original Billboard-Auszug. Also, da ist Lady Gaga mit dabei, da ist Beyoncé mit dabei, da ist Kanye West mit dabei, der hat Michael Jackson Sachen gemacht und so weiter und so fort. Und ich habe dann tatsächlich von ihm eine E-Mail gekriegt irgendwie, so, hey, I'm looking for a sound designer. Und da habe ich mich mit dem halt vor ein paar Tagen dann getroffen. Haben wir so ein bisschen besprochen irgendwie, wie man dann Sachen machen könnte und so weiter und so fort. Irgendwie, weil er einfach halt neue, abgefahrene Sounds haben wollte. Ich fand das halt dann relativ interessant, weil ich mir dann überlegt habe, okay, wie kam der zum Beispiel in meinen Kontakt? Ich habe mir dann überlegt, ob das vielleicht über meine Webseite kam, aber auch das war nicht über meine Webseite. Weil das hat mir keiner vorher eine E-Mail geschickt, ey, du kriegst eine E-Mail von Rodney Jerkins oder sowas, nur dass du Bescheid weißt. Nein, gar niemand. Kein Anruf, keine E-Mail. Dachte mir, okay. Als ich mich dann mit ihm getroffen habe, habe ich ihn dann gefragt und dann hat er gemeint, ja, ich habe die von Händler gekriegt, an denen du gerade eine Maschine gebraucht verkauft hast. Und ich kannte den Typ, mit dem ich den Deal gemacht habe. Wir haben uns vorher schon irgendwann mal bei Remote Control bei Hans irgendwie so über den Weg gelaufen, als ich damals noch dort war. Und der hat dann meine Kontaktdaten wieder an den Rodney weitergegeben. Also es ist wirklich durch die Bank. Alle meine Klienten sind irgendwie Mund-zu-Mund-Propaganda, sonst irgendwie. Also ich kann mich nicht wirklich dran erinnern. Es kam ein einziger Auftrag mal aus Deutschland über, glaube ich, eines deiner Videos oder das Interview, was in der Kies drin war. Das war, glaube ich, mit das Einzigste. Das waren Jungs aus Berlin, für die ich was gemacht habe. Das waren zwei Songs. Das war eine ziemlich coole Geschichte. Das hat Spaß gemacht. Aber ansonsten irgendwie sehe ich Social Media eher wirklich zur Kontaktaufnahme, zum Austauschen, sonst irgendwas. Für Bands selber wird es dann deutlich mehr noch als Werbung und so weiter. Aber ich glaube jetzt nicht, dass du wegen einer Social Media Präsenz unbedingt einen Film oder eine TV-Serie oder sowas kriegst. Das kommt dann eher vielleicht, wenn du Sachen online gestellt hast und der Regisseur sucht es. Ich denke aber, das würde dann eher auf Soundcloud oder YouTube passieren. Das ist jetzt nicht wirklich eine Werbeplattform, das ist eine Kontaktplattform, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und der Punkt ist, dass du dann auch noch mit weiteren Aspekten in einem anderen Medium vorkommst. Ne? Weil wenn Leute suchen irgendwie Sounddesigner bei Google und du hast irgendwie, keine Ahnung, 25 Videos gemacht, wo irgendwie der Sounddesigner Jörg Hübner oder irgendwie Composer und so, ne, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand über dich stolpert, weil du einfach vorkommst, wesentlich höher ist. Und das sehen halt viele auch gar nicht so, dass dann unter Umständen auch die Menge es macht in der Tat. Und nicht nur, dass man sich irgendwie monatelang, jahrelang irgendwie rumquält, was Tolles abzuliefern. Die meisten Musotalk-Videos sind ja auch meistens aus der Hüfte, so wie auch unseres hier. Ne? aber das Wichtige ist halt irgendwie, dass es passiert und so. Und ich habe gestern vom MI noch so ein Interview-Video mit einem der Großen an der Gitarre, Steve Vai, gesehen. Und der hat von seiner Frank Zappa-Zeit erzählt. Und das Großartigste, was er an Frank Zappa fand, war, dass wenn der eine Idee hatte, dann war das Machen immer sofort irgendwie auch mit der Idee schon verknüpft. Das heißt, der hat nicht sich das aufgeschrieben, man müsste ja mal, sondern Idee gehabt, gemacht, durchgezogen bis zum Ende. Und das fand er so faszinierend, weil viele Leute haben unheimlich viele Ideen, aber können sich dann entweder nicht entscheiden, welche sie denn jetzt mal anfassen oder immer noch meinen, die wären jetzt nicht gut genug und so. Und das ist halt so ein tierisches Ding. Also es einfach tun und dann halt auch dafür sorgen, dass es findbar ist und dass man vorkommt. Ja. Das ist total wichtig. Ich habe dieses Jahr auch zum Beispiel wieder einen AFI-Film gemacht, American Film Institute. Das ist jetzt auch nicht eine Geschichte. Das erstens mal macht dich das alles andere als reich. Aber das ist war auch wieder eine sehr coole Zusammenarbeit, weil das ganz, ganz junge Filmemacher sind, die natürlich die Up-and-Coming-Leute dann sind. Und das AFM, American Film Institute, ist eine extrem angesagte Uni in der Richtung. Also, ich würde jetzt nicht sagen, ob man das Universität wirklich nennt, aber das gibt auch nur 6 Abschlüsse dort. Also Director, Producer, Film Editor, Cinematographer, also Kameramann und noch eine Kategorie. Es sind 5 oder 6. Da habe ich wieder einen Film gemacht. Das war jetzt dann schon der dritte AFI-Film, den ich irgendwie gemacht habe. Und das waren 20 Minuten. Und das war auch wieder eine sehr interessante Zusammenarbeit. Und das waren halt ganz am Ende, haben die dann ihre Premiere bei der AFM gemacht. AFI, nicht AFM, AFI. Und
ich bin mit den Leuten bis heute noch in Kontakt. Das heißt, irgendwie also sowohl mit dem Regisseur, mit der Produzentin, die waren am Ende echt alle super begeistert. Und ich treffe mich mit denen jetzt auch dann demnächst mal wieder, also um die Kontakte eben auszubauen. Das war auch so eine Geschichte, irgendwie, wo du jetzt sagen kannst, ja nee, sowas mache ich nicht. Da könnte ich also unter x Millionen Dollar oder so mache ich jetzt kein Projekt. Das geht, glaube ich, oftmals gar nicht darum. Also ich denke auch, generell musst du erstmal Musik machen wollen. Logischerweise gibt es immer das Problem, du musst deine Rechnungen bezahlen. Völlig klar. Aber ich habe auch so immer ein bisschen den Eindruck, je mehr du machst, desto mehr kommt auch immer wieder mal zurück. Ich mag das immer wieder mal, wenn ich dann irgendwie mal so Zeiten habe, wo dann wahnsinnig viel mit Buchhaltung und dem ganzen langweiligen Scheiß, was man sich als irgendwie, was man sich dann so als Selbstständiger eben, mit dem man sich auch rumschlagen muss, Buchhaltung und sonst irgendwas, wo dann wahnsinnig wenig kreativ dabei kommt, dann kommt auch meistens immer weniger irgendwie mit zurück. In dem Moment, wo du am Machen bist, dann kommt es meistens. Also es ist auch dann so völlig normal, dass halt, das hatte ich auch in den letzten Interviews schon angeschrieben, du kriegst nie einen Anruf, arbeitest Projekt ab und wenn das Projekt zu Ende ist, kriegst du einen anderen Anruf. Und das geht dann so schön in der Sequenzen ein. Nein, nein. Es ist 3-4 Wochen Ruhe, bist dann schon so fast irgendwie ein bisschen am Ausrasten, so, wann kommt denn der nächste Auftrag? Und dann kommen irgendwie 5 Anrufe an einem Tag. Es ist Knaller, das ist jedes Mal das Gleiche. Es kommt nie irgendwie schön in der Sequenz. Es ist immer einfach einmal draufgepackt zusammen. Und dann, es war jetzt auch gerade wieder Anfang Januar, war wieder genau das Gleiche. Irgendwie hat mich einer nach dem anderen angeschrieben. Hey, bist du, are you around? Are you available? Und sonst irgendwie. Und dann wusste ich halt schon, dass die Namshow dann auch noch kommt. Manchmal triffst du dich auch mit den Leuten und hast keine Ahnung, ob da wirklich jetzt mit, was dabei rauskommt. Also mit dem Ronald Jerkins habe ich keine Ahnung, ob da jetzt irgendwie was nachkommt oder nicht. Ich habe ihm dann nochmal eine E-Mail geschrieben. Hey, hier schaut's aus. Ich bin nur ein paar Tage dann eben in Anaheim. Ansonsten bin ich da. Ah, sounds good. Dann nichts mehr weiter gehört irgendwie. Mhm. Muss aber erstmal überhaupt gar nichts sein. Die Jungs sind halt auch immer wieder mal am Rödeln und dann sind die 3-4 Wochen under the gun und dann tauchen die wieder aus der Versenkung auf und dann kommt der Anruf oder so. Das ist mir auch jetzt, Paul Haslinger hat mich jetzt die Tage wieder angeschrieben. Ah ja, den letztes Jahr im Frühjahr getroffen irgendwie. Ja, ja, wir müssen unbedingt was zusammen machen, hat halt auch nicht hingehauen. Und so ist das halt völlig normal. Also du musst einfach irgendwie deine Fühler ausstrecken und halt machen. Also es ist ansonsten, es geht nicht anders, finde ich. Ja. Aber apropos Fühler ausstrecken und Jerkins, also ein Mega-Hit-Songschreiber für die Stars, sucht neue Sounds und so, will irgendwie offensichtlich irgendwie was verändern. Mhm. Wie sieht es denn so aus mit, wenn es irgendwo aussieht, was ist denn gerade so der heiße Scheiß? Oder gibt es irgendwie was so soundmäßig, stilmäßig sich bewegt? Also vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren, da haben wir noch über Dub, Step gesprochen und so. Das scheint und ziemlich in der Versenkung verschwunden zu sein. So Leute wie Korn und so, also auch die harte Gitarrenfraktion, damit Skrillex zusammengearbeitet hat und so. Das war ja mal so ein neues Ding, wo halt Dinge entstanden sind, die neu waren. Irgendwie. Und wie sieht es jetzt aus, Januar 2015? Muss ich gleich vorab weg sagen, ich bin nicht ganz so immer auf dem Neuesten am Laufenden, wenn es um Billboard-Charts oder sowas geht. Aber ich fand es relativ interessant, dass zum Beispiel in dem Moment, als Dubstep in Trailers im Kino war, wusste ich, das Thema ist tot. Und das ist wirklich, das war mir eigentlich relativ klar. Die Jungs sind natürlich alle noch da, das ist überhaupt gar kein Thema, aber der Dubstep irgendwie ist, glaube ich, ziemlich in der Versenkung verschwunden. Ich glaube, da ist nicht mehr viel gerade im Moment am Gehen, soweit ich das mitgekriegt habe irgendwie. Nee, das nicht, aber und was jetzt neue Sounds zum Beispiel angeht, wo ich momentan auch wahnsinnig viel eben drauf am Achten bin, weil ich mit dem Kollegen ein Trailer-Projekt starten wollte. Ich habe in letzter Zeit immer wieder mal, wenn ich im Kino war, sehr interessiert die ganzen Trailer betrachtet. Das kommt natürlich dann immer drauf an, auch was für einen Film du anguckst und was für Trailer dann da laufen. Aber zum Beispiel was die Trailer, die jetzt rund um die Zeit von Interstellar liefen, oder Birdman hatte wieder ganz andere Trailer, weil es natürlich auch von dem Publikum ein bisschen erwachsener war. Aber da ist wahnsinnig viel von der Melodiosität weg und unglaublich auf die 12 mit irgendwelchen Hits. Und zuletzt waren wahnsinnig viel dieser Trailer, auch zum Beispiel der Trailer für den Mark Wahlberg-Film The Gambler. Ich weiß nicht, ob der schon in Deutschland draußen ist oder so. Der lief jetzt gerade rund um Weihnachten.
Also da war überhaupt nichts mit Melodiosität drin und so weiter. Die Trailer, glaube ich, lief in Deutschland. Irgendwie möglich. Aber auf jeden Fall, und das kann auch in Deutschland auch andere Trailer-Musik drin sein, aber in der Richtung, da fallen mir immer ganz, ganz lustige Sachen auf, was dann gerade so soundtechnisch ist. Auf der anderen Seite, wenn du so die Pop-Sachen anguckst oder so, zum Beispiel den letzten Taylor Swift-Album und so weiter, was ja wahnsinnig Elektropop war, so eine wirkliche Neuentwicklung, fand ich, gab es da zum Beispiel in der Richtung jetzt eher weniger. Ich fand das sehr geschmacksvoll, ich bin jetzt kein Taylor Swift-Fan, aber ich fand das sehr geschmacksvoll, was die da gemacht haben. Ich weiß auch nicht ganz hundertprozentig, wer hinter dem Album steckt, produzentenmäßig oder soundtechnisch. Mhm. Bei Rodney weiß ich, dass er halt wahnsinnig viel irgendwie, der hat dem seine Assistenten dann gerade wirklich reinweise irgendwie Synthesizer reingetragen, der war einfach gerade im Kaufrausch, so nach dem Motto, der kann sich's auch leisten. Und ich denke, bei ihm war hauptsächlich auch so der Punkt, dass er erstmal wissen wollte, ist da jemand draußen, den er quasi irgendwie anstellen kann für das, um sich Sounds da zu holen. Und der wird wahrscheinlich auch viel gucken, dass er es selber hinkriegt, weil der dreht da schon selber seine Knöpfe. Er hat auch so ganz typisch seine PC da stehen gehabt und so weiter und so fort. Das ist ja eher aus der R&B und Pop-Ecke, wo er herkommt. Mhm. Aber so von den Sounds her, du hörst immer wieder mal bei irgendwelchen Miley Cyrus Sachen oder so, dann schon sehr schräge, abgefahrene Sounds. Aber im Großen und Ganzen ist das sonst alles schon auch noch Pop oder Techno oder Electronics und sonst irgendwie. Zuletzt, was irgendwie am soundtechnisch am interessantesten war, wie lange ist denn das letzte Nine Inch Nails Album her? Das fand ich auch wieder irgendwie. Also Trent hat da wieder viel vorgelegt. Das war also Anfang letzten Jahres irgendwie. Ja, irgend so aus dem Dreh rum. Das ist irgendwie eine Geschichte. The Hesitation Marks. Da wollte ich nämlich auch mal so ein bisschen drauf hinaus. 2013, also doch schon, aber das war Ende 2013 irgendwie, als er da rauskam. Wir haben auch irgendwie mal damals vor 2, 3, 4 Jahren irgendwie über How to Destroy Angels gesprochen. Ja, ja. Und diese ganze Soundwelt und so und dieses leicht schwere Getragene. Wobei die Songs ja doch auch irgendwie trendmäßig relativ sperrig waren. Ja, ja, klar. Ja? Und jetzt ist mir im letzten Jahr eine Dame über den Weg gelaufen, also musikalisch, die nennt sich Banks. Mhm. Schon mal gehört? Ja, ja. Auch schon gehört, sehr abgefahren, sehr cool. Und das ist halt auch so, die hat ziemlich gute Songs mit so einer dunklen, leicht soligen Gesangsdarbietung und aber relativ kaputtes Zeug da unten drunter laufen. Das scheint generell. Und das ist irgendwie sowas, was ich dann halt auch bei dieser Sia, sagt die Sia was? Ja, ich schon vor Jahren ein Album von ihr gehabt irgendwie. Genau, und die hat sich da so ein bisschen zurückgezogen, weil die auf den Popstar-Scheiß keinen Bock hatte und hat ganz viel geschrieben vor allem. Ne? Mhm. Und jetzt gibt es da halt wieder ein Album, was auch ein super Konglomerat aus so krachigem, schrägem Zeug ist und aber mit sehr eingängiger. Ja, so eine wahnsinnige, rauchige Stimme. Ja, so, das ist echt ziemlich cool. Ja. Ja. Nee, ich habe da ein Album schon von der gekauft, schon vor Jahren, da ich noch gar nicht in L.A. gewohnt irgendwie. Ich finde der bei Tower Records damals, die sind ja schon lange pleite. Aber soundtechnisch, also ich meine. Und dieses Banks-Ding, um das nochmal kurz abzuschließen, das kam mir so vor wie jetzt How to Destroy Angels auf klassisches Song-Format, so von der Soundwelt. So vom Prinzip her schon. Was mir zum Beispiel auch auffällt, ist irgendwie, beziehungsweise wenn man das so in der Synthesizer-Welt ein bisschen begutachtet, also die Modulargeschichte hat ja schon ganz gewaltig Antrieb gefunden die letzten Jahre. Also wir sind ja mittlerweile einige Firmen irgendwie mit Modular, speziell Eurorack-Format, also das Döpferformat hier, mit Modulen jetzt am rauskommen, wo ich ja auch gedacht habe, so okay, aha, Dave Smith hat 2 Module jetzt draußen. Was ich sehr interessant fand, und jetzt kommen die Studio Electronics Jungs hier, die werden auf der NAMM Show ihre ganzen Filter alle als Eurorack Modularsystem irgendwie vorstellen. Und dann hier im Gebäude war nebenan John Hill für ein paar Monate da. Das ist auch ein relativ junger Produzent, der dürfte auch so um die Mitte 30 sein, der hat auch schon für die ein oder anderen R&B und Popgrößen Sachen produziert und ich bin ein paar Mal irgendwie hier vorne vorbeigelaufen in der Hallway und dann waren immer wieder neue irgendwie kleine Boxen draußen von The Harvest Man und wie diese ganzen One-Man-Shows hier, die coole, abgefahrene Eurorack-Module irgendwie bauen
Und dann habe ich bei ihm an der Tür geklopft, hey, hast du gerade hier eingekauft? Ja, ja, hier, ich habe gerade hier mit dem Modularsystem mir ein Drum-Ding zusammengebaut und so weiter. Also das ist wahnsinnig viel von den Jungs, irgendwie sind auch in der Richtung am Schrauben. Oder dann zum Beispiel, wenn man sich den YouTube-Channel anguckt von Deadmau5. Der hat ja auch, gut, okay, der hat natürlich auch entsprechend die Kohle gemacht, der kann sich dann mal kurz irgendwie für 30, 40, 50.000 dann ein Monster-Modularsystem hinstellen. Aber der macht auch wahnsinnig viel mit Modular. Also ich glaube, in der Richtung ist halt auch viel am Kommen. Das heißt, so dieses, eigentlich alles in Software, aber auf der anderen Seite hast du dann auch dieses Movement, wo wahnsinnig viel wieder in Hardware-Synthesizer geht. Arturia und die ganzen Geschichten. Warum eigentlich? Wie siehst du das? Irgendwie gehen da Dinge, die mit den Software-Synthesizern nicht gehen? Ist es eher die Haptik oder was ist das deiner Meinung nach? Beides. Also du baust Sounds ganz anders, wenn du hier einfach, weißt du, Kabel rein, raus, irgendwo anders hin, schnell Reglerbewegung, wie auch immer, oder ich moduliere dann was mit LFOs und sonst irgendwas. Die Haptik ist natürlich schon mal echt eine coole Geschichte. Also, wenn Leute hier reinkommen irgendwie, die sich überhaupt nicht mit Musiktechnik auskennen, sage ich dann immer so aus Spaß, das ist meine Telefonzentrale, mit der ich nach Deutschland telefoniere, da stecke ich dann meine Verbindung in so einer Kamera. Aber hier habe ich zum Beispiel auch eine Möglichkeit, das Modularsystem in meinen Cubase 8 einzubinden. Das ist hier auf der Seite hier, ist ein ADAT Interface von Expert Sleepers, das ist eine britische Firma und die haben, genau, das ist dieses Teil hier, und da habe ich dann im Cubase hier habe ich dann, das wollen wir doch den Leuten mal, Plugins. Ich mache das mal gerade hier auf. So, hier ist ein Expert Sleeper Plugin. Das ist der sogenannte Voice Controller. Mit dem Voice Controller kann ich hier über Pitch dann das Modularsystem vom Prinzip ansteuern. Und das ist dann halt in dem gleichen Pitch wie meine ganzen Software-Synthesizer. Und das ist natürlich echt eine extreme coole Geschichte. Das heißt, ich gebe meine MIDI-Sequenz in einem Cubase ein. Ich müsste kurz ein Projekt laden, wo ich das irgendwie habe. Aber du kannst halt hier die Oszillatoren komplett getrennt im Cubase ansteuern. Und dadurch, dass die Signale als Audio ausgeben, nicht als MIDI, ist es Sample-akkurat mit deiner Wiedergabe in Cubase, was natürlich auch echt der Hammer ist. Geschweige denn ein anderes Plugin von den Jungs noch, was dann auch sind dann diese LFOs. Also da kann ich dann LFOs, die im Timing mit Cubase laufen, dann je nachdem, wo das Tempo eben in Cubase ist, sieht man hier, laufen dann diese LFOs mit. Das heißt, ich habe dann LFOs, die im Tempo-Sync von Cubase in meinem Modularsystem laufen, was natürlich echt abgefahren ist. Das System habe ich jetzt irgendwie schon seit 3 oder 4 Jahren, also das finde ich absolut der Knüller, weil ich muss da nicht mal meine Oszillatoren ständig nachstimmen, wenn ich jetzt irgendwelche Ringmodulationssachen mache und du stellst irgendwelche komischen Pitchwerte hier ein. Ich gehe dann einfach hier rein, gebe dann Pitch wieder Transpose 0 ein und dann ist der Oszillator wieder top in tune mit meinem Rest. Das ist natürlich echt hervorragend. Das ist natürlich noch lange kein Total Recall. So funktioniert auch ein Modularsystem nicht. Wenn du mal einen Sound hast und hast den aufgenommen und ich stecke dann neu um, dann ist vorbei. Das ist genauso, wie eine Gitarre hast mit deinen 8 Pedalen und hast dann irgendeinen Sound eingestellt und stellst es um, dann ist vorbei. Wenn die jetzt keine Speichermöglichkeiten haben, sage ich jetzt mal. Das ist einfach ein ganz anderes Arbeiten. Bei Software-Synthesizern dann wiederum, wenn du zum Beispiel irgendwie die Juhe-Sachen anguckst oder dann, weiß ich, Omnisphere oder sonst irgendwas, du hast ein Software-Interface, mit dem du schlicht und einfach dann auch anders arbeitest wie hier, weil du hast dann dein Trackball oder dein Trackpad oder sonst irgendwas oder dann hier MIDI-Controller, mit dem du dann den Sound vom Prinzip her veränderst, aber du bist halt am Klicken. Das ist dann da wieder eine andere Geschichte, aber du hast natürlich auch da wiederum Vorteile gegenüber dem Modularsystem. Das Ding muss ich in einem Audiospur aufzeichnen, sonst ist es weg. Wenn ich einen Software-Synthesizer kann, habe ich natürlich Total Recall, selbst wenn es ein Modular-Software-Synthesizer wie die Bazille ist. Was ja echt ein geiles Ding ist, was der OS jetzt gerade veröffentlicht hat. Das ist wirklich ein wahnsinniger Unterschied, wie du arbeitest, finde ich. Soundtechnisch sind die natürlich auch nochmal völlig anders. Also ich finde schon, du kannst im Modularsystem einiges machen, was du so auf Plugin-Basis schlicht und einfach nicht kannst. Die Bazille ist ein wahnsinnig geiler Modular-Synthesizer für Software, hat aber auch zum Beispiel überhaupt keinen Vergleich mit der Kiste. Das heißt jetzt nicht, dass Bazille schlechter oder besser klingt, sondern schlicht und einfach, das sind dann schon wieder Verbindungen, die ich hier im Modular machen kann, die in der Bazille nicht gehen, wo ich mir dann ganz schnell wieder überlege, so, Mist oder so. Aber das sind natürlich Sachen, wo die dann
entsprechend Code reinarbeiten müssten und dann wird die DSP-Anforderung oder CPU-Anforderung von der Maschine wieder größer und so weiter und so fort. Das sind dann lauter so Sachen, die du halt auf Software-Art und Weise hast du dann diese Einschränkungen. Es ist auch zum Beispiel so, weil wie gesagt, bei einem Modularsystem, egal welche Verbindungen du machst und wie schnell ein LFO dreht oder wo du einen Oszillator, das interessiert die CPU von meinem Mac Pro nicht. Mhm. Das ist alles analog. Mhm. Bei einem Software-Synthesizer wirst du das immer haben. Und ich glaube, wir rennen da natürlich, man denkt dann immer so, ja, in 3 Jahren können wir das dann alles. Naja gut, aber dann sind die Software-Plugins wieder so viel ausgereifter, dass sie wieder mehr CPU brauchen und so. Das ist so ein bisschen dieses Hamsterrad, wo du dann ständig am Rennen bist. Das ist, also ich finde, es gibt kein Pro und Contra per se, dass du die eine oder andere Schicht komplett ausschließen musst. Das ist natürlich ein wahnsinnig teures Hobby. Mhm. Beziehungsweise für mich ist es kein Hobby. Ich mache mit dem auch wirklich Geld, sonst hätte ich das nicht hier. Und bei Software hast du natürlich wahnsinnig viele Vorteile in Bezug auf Total Recall und Sounds austauschen oder Sounds speichern. Du kannst deine eigenen Sound Libraries anlegen, das geht mit dem Modularsystem halt nicht. Ich denke aber, es ist wahnsinnig viel so eine Mischung aus Haptik. Einfach dieser Fun, auch mit dem Zeug arbeiten zu können, theoretisch ohne Computer. Könnte ich hier auch, sobald ich meinen Sequencer dann hier drin habe, was ich ja geplant habe. Ich arbeite aber hauptsächlich halt eben für die professionellen Sachen. Aus mehreren Gründen eben dann mit einer Software dann noch. Aber egal, auch für live zum Beispiel, weißt du, mit einem Laptop, Ableton Live, sonst irgendwas und dann einfach mit einem Arturia oder sowas schrauben. Und dadurch, dass die Analogtechnik speziell bei so kleineren Kisten verhältnismäßig erschwinglich wurde. Wenn du dir die Sachen anguckst, diese kleinen Mini-Brute und auch die kleineren Moog, die kosten ja nicht mehr die Welt. Also früher hatte ich ja einen Mini-Moog irgendwie mal unglaubliche Kohle gekostet. Mhm. Das ist ja alles mittlerweile nicht mehr. Das ist eine teure Variante hiervon. Ne? Aber da sind auch, keine Ahnung, wie viele Oszillatoren und Filter dann schon wieder irgendwie da drin. Aber wenn du dir so eine kleine Kiste kaufst, dann ist es noch relativ überschaubar und kostet ja mittlerweile irgendwie, weiß ich, 400-500 Euro. Ja, 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 ja. Das ist Wahnsinn, was du da irgendwie mittlerweile kriegst. Ja, das ist der absolute Run gerade irgendwie, was es alles gibt. Finde ich aber eine schöne Entwicklung, dass eben Hardware vom Prinzip her dann doch nicht komplett verschwunden ist, weil ich glaube, ich hätte nicht völlig Lust, alles softwaretechnisch zu machen und ich mache wahnsinnig viel im Rechner, weil diese ganzen Sample-Geschichten und so weiter, das machst du natürlich mittlerweile nicht mehr auf Hardware. Ich meine, ich hatte damals auch einen Emulator 4XT Ultra, frag nicht, irgendwie voll ausgebaut mit 128 MB RAM, was ja mittlerweile irgendwie echt ein Witz ist. Das hat alles Spaß gemacht, aber was du natürlich mittlerweile irgendwie direkt in der Software machen kannst, du kannst direkt dein Audio-File visuell bearbeiten, kannst es dann in deinen Sampler importieren, das ganze Mapping und das ist natürlich alles viel komfortabler. Aber es gibt bestimmte Sachen, die ich halt einfach, wo ich es mit einer Hardware echt dann schön finde. Ich finde es auch immer mal wieder dann lustig, auch mit so einer Geschichte wie mit einem Modulus dann zu arbeiten und da dann mal Sounds zu machen, weil die Kiste, da wird schlicht und einfach hier nicht mal das Cubase aufgemacht, dann mache ich nur mein Audio-Interface an, schalte die beiden Kanäle frei und dann werde ich nur an der Kiste sitzen, nur Sounds machen und konzentriere mich dann nur darauf, dass dann alles andere ist dann völlig wurscht. Das ist auch cool. Mhm. Ich würde so vielleicht nicht ursprünglich Musik machen, aber zum Thema Rodney Jenkins Zeug, weil wir haben da ein relativ langes irgendwie ein Meeting gehabt. Das war auch ganz lustig, weil wir dann so ein bisschen auf Tech-Geek-Level gekommen sind. Und er hatte da eben seine MPC stehen und dann 2 Laptops mit Ableton Live und dann rechts noch eine Maschine. Und dann halt, wie gesagt, die haben dann gerade diese allen möglichen Analog-Synthesizer da reingetragen, die aber noch nicht irgendwie angeschlossen waren. Und dann hat er mir gerade erzählt, ja, er geht gerade wieder völlig irgendwie ursprünglich zurück. Er hat zwar Ableton da drauf und sie nehmen alles ins Pro Tools auf, um zu mischen. Die haben dann, der hat dann ein fettes SSL dann auch in dem Studio drin stehen gehabt. Aber der hat gerade wieder frisch angefangen, auf seiner MPC zu sequenzen. Fand ich witzig. Er hat gemeint, ah, it's kind of cool to go back to the roots. I'm limited, I have only that option and its groove is something very, you know, fand ich hochinteressant, auch eigentlich eine coole Geschichte. Eine ähnliche Sache macht der Trent und Atticus immer, oder speziell Trent eigentlich. Der, wenn er ein neues Projekt anfängt, legt er genau fest, welche, also bis zum gewissen Teil, welche Maschinen und Software er verwenden will. Und nur mit denen macht er dann irgendwie ein Projekt, was ich auch ziemlich geil finde. Ja, ja, das ist ja irgendwie heute die größte Herausforderung, dass man sich irgendwie einen Rahmen gestaltet, ja, ja. Sonst kann man ja in jede Richtung wegbrechen, ja, ja. Und sich dann irgendwie dann immer so weit rausschwimmen, dass man Schwierigkeiten, ja, hat, zurückzukommen. Also auch zum Beispiel Haunting Melissa, wo wir diese Sounds hier gebaut haben irgendwie. Das ist natürlich, diese Sounds sind durch die Bank in dem Score drin. Mal gucken, wie weit wir die hier kurz mal drauf kriegen. Das sind diese Steine.
die in der Rohform ist, ist gerade nur ein Hall drauf. Hm. Da waren hier Breathing Drones, lass uns mal gucken. Cello. Da ich eine Aufnahme von Martin hergenommen habe, die halt nachbearbeitet und dann eine richtig coole Sache draus gebaut. Und mit den Sounds haben wir halt hauptsächlich gearbeitet, oder speziell wenn irgendwelche Geister oder sowas auftauchen. Ja, Geister ist jetzt ein bisschen der falsche Ausdruck in dem Film, aber. Zum Beispiel ein Sound, der schlicht und einfach aus der Maschine herauskommt. Das ist jetzt hier ein Kontaktpatch. Ich weiß, wer das hier ist. Da sind wir, das ist die Haunting Drone hier. Es ist nur ein Filter drauf und das ist ein relativ simpler Sound, den ich hier modular damals zusammengebaut habe. Das war hier mit diesem Cloud Generator. Das ist so ein fast wie eine Art Supersauer Oszillator und das Ganze natürlich noch mit Filtern und sehr weit miteinander verstimmt und modelliert und dann kriegst du dieses ganz, ganz abgefahrenen Sound. Und wir haben halt also speziell für den Film uns dann halt auf sehr bestimmte Sounds dann beschränkt, um auch eine gewisse Stimmung dann durch den Film durchzuziehen. Und da sind zwar Synthesizer drin, aber das sind meistens dann eher vielleicht mal ein Bass oder sowas oder dann mal nur ein sehr abgefahrener Pad, der in eine ähnliche Richtung geht oder so, aber du hast da einfach eine Rahmenbedingung geschaffen, unter der du dann ein bestimmtes Projekt machst und das hat dann also echt genial funktioniert. Mhm. Und für sowas macht es dann auch dann Spaß, dann wirklich einfach dann Sounds zu bauen. Das heißt, du gehst völlig von der Komposition weg und schaffst erstmal was inspiriert dich soundtechnisch. Mhm. Und das ist, finde ich, eine sehr interessante Geschichte. Ja, auch mit dem Projekt, was ich mit meinem Kumpel angefangen habe. Also wenn wir mit Ideen begonnen haben, war das meistens irgendwie, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit war es irgendwie ein Sound, den ich zusammengebaut habe in einem Plugin oder im Modular oder sonst irgendwas. Oh, das klingt ja cool. Oder du spielst eine Sequenz ein im Cubase, lässt sie dann einfach in Sync laufen und steuerst damit ein Software-Plugin oder das Modular oder was auch immer, irgendeine andere Hardware-Maschine an. Und guckst einfach irgendwie, welche Sounds rauskommen. Und oftmals kriege ich die Inspiration dann von den Kisten. Mhm. Und dann aufgebaut darauf, mache ich dann unter Umständen eine zweite Spur auf, ein anderes Plugin und fange dann da wieder das Sounddesign an. Also meistens lasse ich mich dann von Sounds leiten. Das ist bei mir sehr oft, wie Sachen entstehen. Oder sind dann wirklich melodiöse Geschichten, eine Melodielinie, eine lustige Geschichte. Ich krieg wahnsinnig oft Ideen in meinem Fitnessstudio unter der Dusche. Es ist völlig abgefahren. Ich habe dann da auch wirklich irgendwie schon ein paar Sachen so versucht, wie ich diese Ideen am besten einfach. Weil unter der Dusche hast du kein iPhone dabei. Nein. Mhm. Habe dann aber oftmals irgendwie mich darauf konzentriert, dass ich die Melodie nicht verliere. Und sobald ich irgendwo in der Nähe von meinem iPhone war, habe ich dann das rein gesungen oder rein gehammt oder wie auch immer. Damit ich nur zumindest die Melodie irgendwie hatte. Und dann bin ich ja zurück ins Studio, sobald ich irgendwie Zeit hatte, dann habe dann die Melodie eben von meinem iPhone abgespielt, habe sie dann ins Cubase eingespielt, das Timing dazu gefunden, mhm, und dann das Ganze halt dann ausgebaut. Und eine zweite Idee war eine reine Rhythmik. Da hatte ich eine Rhythmik im Kopf. Und dann hat die Rhythmik iPhone, also es ist ja völlig egal, ob das ein iPhone ist oder wie auch immer, halt irgendeine Möglichkeit, irgendwas aufzunehmen, wie dann ein Recorder hier, mit dem wir das Interview machen. Um so eine Idee festzuhalten. Und man kommen die halt wirklich an völlig wirren Zeitpunkten. Das ist eigentlich so ein bisschen schade. Weil mein Studio ist auch nicht direkt da, wo ich privat eben lebe. Also geht das dann auch nicht, dass sie einfach mal in den Keller springen, wie das damals in Deutschland bei mir war. Und auch da hat es auch nicht immer wieder funktioniert, weil bis ich dann die Maschinen offen hatte und sonst irgendwas, war die Idee weg. Du musst es unbedingt sofort aufnehmen, sonst ist es weg. So geht's mir. Irgendwie festhalten. Stimmt. Ja, so zum Abschluss vielleicht jetzt nochmal für diesen Abschnitt. Du hast erzählt, Cubase 8, damit bist du auch schon unterwegs. Das ist jetzt gerade erst vor, sechs Wochen oder sowas raus. Nee, ich glaube, gute Frage. Ich habe jetzt gerade gestern 8.05 runtergeladen. Hier steht Build Dezember 17. Dezember. Das muss also schon ein bisschen fertig sein, aber ich glaube, das ist relativ frisch jetzt bei denen online gewesen. Und Version 8. Wie gesagt, ich habe den Mac Pro
10 bis 12 Tage vor Weihnachten gekriegt und habe den dann komplett installiert. Das ist also wirklich hier eine 10.10.1, glaube ich. Yosemite, genau. Mhm. 3 GHz 8 Core mit 48 GB eben von einem schnellen RAM. Ich habe aber die kleine Grafikkarte, weil ich habe hier keine 4K-Displays im Rennen. Brauchen wir nicht. Und das einzigste Update, was ich gekauft habe, war, ich habe Vienna Ensemble Pro auf Version 5 gebracht. Ja, das ist Version 5 hier und habe mir jetzt die Tage noch Pianotech, die neue Version, gekauft. Alles andere an Software war wirklich irgendwie so, wie es installiert war. Ich hatte Cubase 8 auch schon auf dem alten Mac Pro hier, auf der linken Seite steht das Ding ja. Und hab das da runtergeladen, das lief selbst da unter 10.8, aber sie haben offiziell, glaube ich, 10.8 nicht mehr unterstützt. Und hab mich da so ein bisschen eben in Cubase 8 umgeguckt und habe aber dann auf dem neuen jetzt nur noch Cubase 8 installiert. Also ich habe da, wenn ich da jetzt ein Projekt aufmache, dann findet er natürlich am Anfang unter Umständen mal die Samples nicht direkt, weil ich das komplette Setup auch hier geändert habe. Irgendwie mit meinen ganzen Harddrives, von daher. Und ja, was gibt es da so sozusagen? Also soweit irgendwie, also wie gesagt, ich habe es noch nicht irgendwie unter Dauervorlast am Laufen gehabt, aber erstens mal finde ich es grafisch irgendwie sehr schön aufgeräumt, das muss ich echt sagen, auch grundsätzlich überhaupt zum Thema mal AppleOS, ich weiß nicht, da gibt es ja immer wieder die unterschiedlichsten Meinungen zu der ganzen Sache. Ich finde das 10.10, also Yosemite, das Operating System, wahnsinnig klar und aufgeräumt, da sind viel weniger Grafikspielereien wie in allen vorherigen Apple OS drin. Es ist wahnsinnig simpel mittlerweile vom Design und das finde ich gerade gut, weil das ist ein Arbeitsrechner. Ich brauche da keine irgendwie 3D-Grafiken, dass da Zeug rumfliegt. Das finde ich alles irgendwie total übertrieben. Also das finde ich schon mal sehr schön und Cubase 8, wie gesagt, auch das vom Design her, das auf der linken Seite echt schön aufgeräumt, das finde ich echt cool. Ich habe noch nicht direkt mit denen gearbeitet, aber diese neuen VCA-Faders, was sie da jetzt eingebaut haben im Mixer, finde ich echt eine interessante Geschichte, da habe ich mir das Video schon dazu angeguckt. Und im Groben und Ganzen, so auf den ersten Blick, schaut das alles echt cool aus. Also was sie an neuen Sounds oder sowas mitbringen, das kann ich meistens nie sagen, weil ich ehrlich gesagt da meine eigenen Sachen verwende. Oder ich habe da meistens Drittanbieter-Plugins dann am Laufen. Aber so im Großen und Ganzen so bisher, erster Eindruck, echt cool. Der Umstieg auch irgendwie auf meinem alten Mac Pro von 7.5 auf 8 war absolut problemlos. Auch hier jetzt. Wie gesagt, wenn ich jetzt gerade Projekte aufmache, dann beschwert er sich halt mal, weil er Sachen nicht findet. Aber ich habe meine Harddrives komplett neu eingerichtet, also ist das auch völlig normal. Klar. Aber so im Großen und Ganzen läuft echt super, super zuverlässig. Also das finde ich echt eigentlich eine schicke Geschichte. Das ist auch vom Umstieg her echt super einfach und schmerzlos. Ich habe Schlimmeres erwartet. Weil ich halt irgendwie 2 Operating Systems hochgesprungen bin, von 10.8 auf 10.10. Das war eigentlich alles überhaupt kein Problem. Und jetzt ist halt mittlerweile alles an Harddrives dann extern. Da ist dann hier unten ist so ein Thunderbolt Harddrive-System. Das ist hier das Teil. Das wirst du wahrscheinlich nicht sehen. Ja, das ist eine Thunder Bay 4, heißt das Teil. Ich weiß nicht, wie weit du das siehst, ist wahrscheinlich zu dunkel. Macht jetzt keinen Sinn. Ja, das ja. Aber es ist ein externes Harddrive-Gehäuse, Thunderbolt 2, da sind 4 Harddrives drin, sind bei mir jetzt im Moment gerade 2 Solid State und 2 normale. Und da sind dann meine ganzen Sounds und Projekte drauf verteilt. Und halt klar noch der interne Speicher vom Mac Pro selber, wo halt die ganzen Programme laufen. Aber wie gesagt, das ist eigentlich so. Der Umstieg war soweit problemlos. Und wie gesagt, so aufs erste Blickfeld. Cubase 8 läuft echt erstmal so relativ rund. Aber wie gesagt, ich habe es auch nicht so krass schon unter voller Last laufen gelassen. Aber wie gesagt, die Projekte, die ich unter Volllast auf dem alten Mac Pro habe, sind für den noch relativ langweilig. Cool. Das zu dem Thema. Ja, ich weiß nicht, haben wir es irgendwie? Bevor wir noch... Tom Oberheim hatte ich erwähnt, den Film habe ich da gezeigt. Ja, wie gesagt, was zukünftige Projekte angeht, in dem Jahr steht, kann einiges kommen, ich weiß es aber noch nicht hundertprozentig. Modulus haben wir erwähnt, ich glaube, wir sind relativ durch, so ja. Auf Anhieb, der neue Mac Pro, Cubase 8. Mhm. Ja. Und das Gute ist, ich habe jetzt so ein Schnittsystem bei mir, mit dem ich quasi in Echtzeit mehrere Kamera und auch sonstige die MI-Feeds zusammenmischen kann. Und da können wir vielleicht auch mal wieder ein Interview machen, weil ich kann das quasi dann in HD vom Screen auch grabben
und aufnehmen. Oh, cool. Und dann halt immer umschalten zwischen Hamburg und Santa Monica quasi. Also ja, das können wir auf jeden Fall. Ja, klar, auf jeden Fall. Nee, gar kein Problem. Das ist, wie gesagt, also da, ich werde da in nächster Zeit hoffentlich schon auch immer wieder mal neue kleine Filmchen und so weiter machen. Ich weiß nicht, ob du Zeit gehabt hast, die anzugucken. Aber, nee, noch nicht. Ich war da gerade in Transit schon. Du, die sind auch wirklich, wie gesagt, eine Minute oder so. Also einen ja, trotzdem. Wenn sie lang sind. Nee, aber das sind halt so coole kleine Sachen. Ja, werde ich auf jeden Fall machen. Und ja. Da bleiben wir mal in Kontakt. Okay. Okay. Tom, ja dann. Wir gehen jetzt noch was essen. Genau. Beim Mexikaner. Dann. Und dann müssen wir auch noch auf die NEM, weil diesmal haben wir was anderes gemacht. Genau. Das ist nächste Woche dann. Ja, genau. Alright. Ja, vielleicht kriegen wir es auch noch online. Ich habe ja ein bisschen Freizeit noch. Okay. Dann bis zum nächsten Mal, würde ich mal sagen. Wir sehen uns. Tschüss. Ciao.